Ach, guck mal. Haben wir uns die ganze Zeit gefragt, was das ist? Können Sie uns das beantworten? Demokratische Demokratie ist das politische parlamentarische System ohne Parteien und ohne Wahlen, okay, wo die Parlamente per Zufallsverfahren aus der ganzen Volksmasse besetzt sind und die Parlamentarier einmal im Leben, ein Jahr lang, über die Belange des Volkes, die sie repräsentieren, bestimmen dürfen. Und danach zurück zu ihrem Job. Also niemand sitzt mehr vollgefressen und abgesichert über Jahrzehnte in ein Parlament und lebt ein Leben ohne die Sorgen, die die normalen Menschen des Volkes leben. Das, was wir durch unseren Chat schon rausgekriegt haben, die attische Demokratie gab es das letzte Mal im 5. Jahrhundert vor Christi oder so. Das stimmt, ja? Das stimmt. Das war die erste echte parlamentarische Demokratie. Und was die meisten Menschen, die schon mal davon gehört haben oder gelesen, abschreckt vor dieser attischen Demokratie, ist, dass damals die Sklaven und die Frauen keine Rechte hatten kein Wahlrecht, also die hatten kein Wahlrecht, nicht das Recht gewählt zu werden. Und um Gottes Willen, deswegen können wir die attische Demokratie nicht wieder einführen. Aber die attische Demokratie bedeutet was anderes. Die attische Demokratie bedeutet dieses Zufallsverfahren in Besetzung der Parlamente, die zeitliche Machtbegrenzung, das Scherbengericht, das auch eventuelle Machtmissbrauch oder Korruption schnell erkennt und bestraft. Das ist die attische Demokratie. Und das ist für mich die einzige Lösung der Probleme, die wir jetzt gerade durch die Politik erleben. Also diese Parlamente wären durch Zufallsprinzip, kann da jeder von uns ein Jahr sitzen. Genau. Jetzt stelle ich mir das so vor, wenn jetzt jeder ein Jahr sitzen darf und das Zufallsprinzip wählt so blöd aus, dann möchte ich dieses Parlament auch nicht haben, weil die entscheiden denn, ihr kriegt eine Impfpflicht, ihr kriegt eine Maskenpflicht und ihr werdet jetzt alle geknechtet. Wer spricht denn dagegen? Na, wir, die im Parlament sitzen. Denn wir beide da ins Parlament sitzen per Zufall, weil der Zufall so entschieden hat. Ja. Und sie sagen, ich bin für die Impfpflicht. Hm. Und ich sage, ich und noch 200 von den anderen sind dagegen. Dann müssen wir ins Parlament darüber streiten. Heute wird ins Parlament nicht mehr darüber gestritten. Heute wird ins Parlament das gewählt, was die Parteispitze bestimmt, und die Parteispitze bestimmt das, wer bestimmt, was die Parteispitze da befohlen hat. Und die Sache ist, wenn wir ins Parlament sitzen und für eine Impfpflicht wählen, und wir im Moment eine Stellung haben, die uns erlaubt, daran nicht teilzunehmen, vielleicht. Aber nächstes Jahr, weil wir nur ein Jahr da sitzen, sind wir da das blöde Volk, der sich unterzuwerfen hat. Also wir werden in diesem einem Jahr, wo wir da sitzen, zusehen, dass das blöde Volk nicht mehr von oben herab behandelt wird. Okay. Oder? Ja, ich denke gerade so durch. Also entscheide ich ein Jahr lang blöde Dinge und die kommen nach einem Jahr in das dumme Volk zurück. Dann muss ich das weitersuchen, weil die wollen mich dann lynchen. Kann doch passieren, oder? Das ist das eine. Und das andere, also ja, ich hätte wahrscheinlich Angst, so blöde Sachen zu beschließen. Und das zweite ist, wenn ich weiß, dass ich nach einem Jahr wieder die Gastronomin bin, die ganz einfache Person, die von der Politik im Moment gemolken wird und erniedrigt und gedemütigt, dann würde ich zusehen, dass die Politik das nicht mehr machen kann. Ich bin da zusammen mit anderen Leuten, die selbstständig sind, oder meine Angestellte, die sind auch da, und wir werden uns zusammentun, um zu sehen, dass die Politik nur Entscheidungen trifft, und wir sind die Politik. Wir treffen Entscheidungen für uns. Und ich weiß, nach einem Jahr, wenn ich weg bin, dann kommt vielleicht ein anderer Gastronom, eine Krankenschwester, ein Dachdecker, eine Kassiererin oder eine ungelernte Hilfskraft. Die werden alle für sich entscheiden, weil nach einem Jahr sind sie weg vom Macht. Aber was ich interessant finde, ist, dass bei dem Ansatz, dass man dann ja selber Opfer seiner eigenen Politik werden könnte, ja, wenn ich was in diesem Jahr bestimme, was mich so ein bisschen irritiert. Ich bin so ein bisschen Verwaltungsrecht, so, ne, kenne ich mich so ein bisschen aus, so ganz minimal. Der Aufwand, der da
hinterstehen, für nur ein Jahr ein Parlament zu ins Leben zu rufen, erscheint mir für das eine Jahr zu groß. Ja, das ist zu groß, dieser Aufwand, wenn man in den aktuellen System denkt. Aber wenn wir die attische Demokratie einmal eingeführt haben, wir werden die Regeln und den Aufwand so gestalten, dass es ganz leicht geht. Und wenn in Athen vor 1500 Jahren gibt, wo sie die Mittel, die wir heute haben, nicht hatten, und das ging, die haben das gemacht und die haben das 150 Jahre wunderbar gemacht und die waren alle zufrieden. Und den Athener ging es gut. Und diese Demokratie ist nicht deswegen gestorben, weil das nicht funktioniert hat, sondern weil sie bekriegt wurden und die haben einen Krieg verloren. Dann war es vorbei. Ja. Gibt es dafür ein Mindestalter denn? Wir können das auch entscheiden. Also wir können nur mit dem starten, was es heute gibt. Und die Mindestalter wäre dann 18 Jahre ins Parlament zu sitzen wahrscheinlich. Okay. Aber dieses Zufallsverfahren, dafür gibt es kein Mindestalter. Wenn dieses Zufallsverfahren ein Baby gewählt wird, ins Parlament zu sitzen, muss das Baby nicht dahin. Aber die Mutter, Vater oder Großeltern oder Onkel und Tanten, die können dieses Kind vertreten. Ich finde den Ansatz sehr spannend, muss ich sagen. Der Vergleich mit Athen von früher hinkt ein bisschen. Woran? Weil es waren wesentlich weniger Menschen. Ja, wir haben jetzt eine viel größere Bevölkerung, die dort in ein Auswahlverfahren. Also ich kann es mir natürlich technisch noch gar nicht so vorstellen. Ne? Also ich habe mir schon, weil ich mit acht Jahren schwanger bin mit dieser Idee, ich habe auch gedacht, wie wir das schaffen können heute. Und es ist ganz leicht. Wir haben alle eine Steuer-ID. Bei der Geburt kriegen wir eine Steuer-ID. Und dieses Zufallsverfahren kann wie Lottoziehung live stattfinden. Alle Leute sitzen zu Hause auf dem Sofa mit ihrer Steuer-ID vor der Nase und plötzlich schreien sie, oh, guck mal, ich bin ins Parlament. Ich, in einem Monat... Und das von unten durch, von der Kommunalebene bis dann? Alle Ebenen und auch die Verwaltungen. Aber, und auch wenn es Ministerien auch, aber die Ministerien und die Verwaltungen und die Fachbereiche sollen auch per Zufallsverfahren aber aus Pools von Fachleuten gewählt werden. Das ist ein interessanter Ansatz. Vielen lieben Dank. Der Chat diskutiert hier auch schon, dass man das ein oder andere vielleicht aushebeln könnte damit. Müssen wir mal schauen. Vielen Dank.